Mir ist langweilig. Okay. Warte, das muss ich jetzt erstmal ausrüsten. Das sieht so episch aus. Das kannst du auch hier in der Itembox ausrüsten. Nur mal so als Info. Grade. Oh, ich hoffe, ich darf das Ding auch schon benutzen. Wäre schlecht, wenn ich... Ja! Mario, ich habe so viel geiles Zeug und kann nichts benutzen. Solide, lodernde Spieß des Verderbens. Oh. 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 Ganz minimales Ding. Bedolfos, guck mal hinter dich. Warte, ich kann gerade nicht. Ich sehe ganz minimal aus. Alter, die sieht so geil aus. Oh, wow. So ein Oh mein Gott. So, sieh es dir an, Feldo. Sieh es dir an. Ist ein bisschen groß für dich, ne? Alter, guck mal, so geil. Zeig mal kurz. Alter, sieh es dir an. Zeig noch, beweg dich mal eben nicht. Oh. Beweg dich eben nicht. Beweg dich eben nicht. Beweg dich eben nicht, sagte ich. Nicht bewegen! Mach ich doch gar nicht. Deine Figur bewegt ihren Arm! Ja, macht sie auch. Alter, was machst du? Zoom mal da rein. Geh mal auf Ego-Sicht. Und sieh dir mal das an der Axt an. So ein geiles Drachen-Face. Ich weiß, ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab's da gerade ein bisschen getrickst, Mensch. Also, so eine Axt hab... Die ist ungefähr doppelt so groß wie du. Bereit fürs nächste Level? Oh. Warte, noch nicht. Noch nicht. Wie öffne ich das... Moment. Boah, halt auf rumzualbern. Wir machen hier ein Let's Play. Das soll hier ordentlich ablaufen. Okay. Mensch, benimmt euch wie zwei Dreijährige. Wir sind aber nur zwei. Was? Wo sieht man, was man für die Klinge braucht? Rechts Level. Wenn du sie ausrüsten kannst, kannst du sie ausrüsten. Da dann Daumen hoch steht, kannst du sie ausrüsten. Nee, wenn Daumen hoch steht, hast du sie, ist besser als das jetzige. Klick drauf. Ja, aber wo steht, wie viel, welche Stufe ich dafür brauche oder was auch immer ich dafür brauche? Da steht dann nur, wenn du sie nicht ausrüsten kannst, also klick drauf. Da steht wirklich nur, wenn man eine bessere Stufe braucht. Sieht sogar dieses Zeichen. Klick einfach drauf. Und dann? Ja, wenn das Schloss ist, kannst du es nicht ausrüsten. Boah, seid ihr bekloppt. Klick mal drauf. Oh. Ja, klick drauf. Klick drauf. Tu ich doch. Und dann dem Helden geben. Mein Gott, noch eins, was macht ihr da für einen Scheiß? Drück auf dem Helden geben. So, hast du jetzt. Ja, ich dachte, ich kann es nicht ausrüsten. Was bedeutet denn dann das Schloss? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du das Ding, glaube ich. Oh mein Gott! Können wir nicht das nächste Level machen? What the fuck? Wir haben so beide über. Ich bin fertig. Ja. Heilige! Wie Dolphos, guck uns beide mal an. Heilige! Heiliger Bimbam! So, bevor ihr noch weiter euch aufregt um eure Waffen, starte ich aber das nächste Level. So, ich bin mal so ein Arsch. Ihr müsst ja das Gesicht vom Bärensack sehen, ey. Ah, ich hab grad einen epischen Ausfall gehabt. Okay. Okay, wir haben 5 Truhen. Oh nein. Oh nein, nicht das Level. Oh nein. Oh, hör auf das. Oh, ich bring mal in die Lava, okay. Okay, jeder sichert einen Aufgang. Warte, es gibt. Nimm mir eine Truhe, okay? Ich auch. Dann nehme ich. 2. 5. 3 kann ich dann nehmen. Was? Nein, lass mir noch eine dann. Ja, lass ihm noch eine. Dann. Okay, also ich sichere hier den leichtesten Aufgang, den hier unten, okay? Also das ist mein Aufgang. Du stellst hier auch Leute hin an die Schräge, oder? Du weißt warum? Ja, ich weiß warum und hör auf zu spoilern. Ich mach das, sobald ich kann. Ich kann momentan zwei Bogenschützen aufbauen. Leute, ich brauch 20 Mana. Wo soll ich die fänden? Also was soll ich die fänden hier? Den Weg, wo du gerade bist. Okay, das ist einfach genug. Hat jemand 20 Mana für mich oder so? Ich hab komplett nichts mehr. Ich brauch noch 10 Mana. Ich krieg pro Truhe 40 und ein Bogenschütz kostet bei mir 40. Deswegen möchte ich immer gerne 2 haben, damit ich 2 Bogenschützen aufstellen kann. 10 Mana. 10. Meine Bogenschütze mit einem Bild. Und ich bin jetzt richtig episch. So, ich stell mich mal episch zu meinem Bogenschützen. Ah, ja, wie weiß ich, guck mal ein bisschen nach vorne und jetzt. Boah, es ist gerade so ein episches Bild bei mir. Und Bedolfer schleicht sich hinten rein. Echt, Mensch, was ist das Scheiße vor meinem Bild? Boah, ihr seid blöd.
Wir haben auch gehen. Losmachen. Ja. Bereit? Ja. Ihr habt das niedrigste Level von allen. Damn it. Ja, meine Bogenschütze machen einfach auch ordentlich was an Arbeit. Oh. Jeder hat wieder. Ihr habt insgesamt jetzt 3 Türen zu zähfen. Ich habe nur 2. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, ja. Ich habe auch die schlechtesten Einheiten in gewisser Weise turmtechnisch gesehen. Ey, Rollerschubse ist unfair. Mit Dolphos. Oh. Ein Schlag! Du bist auf die andere Treppenseite geballert. Ah, ich liebe diese Weapon. Auf meinem anderen Spielstand habe ich auch so eine fette Axt. Nicht anderen Spielstand, sondern nur anderen Helden. Man kann übrigens mehrere Helden erstellen. Ich habe einen fürs Private, einen hier zum Let's Play. Den Let's Play dürft ihr beim Aufsteigen zugucken, den anderen nicht. Der andere ist übrigens Magier. Das nehme ich mal vorweg. Und mit dem Magier prügelt mich alleine durch die Landschaften und mit dem hier prügelt mich durch Let's Play. Wow, der ist ziemlich weit in die Lava geflogen. Bam, bam, bam! Also ich frag euch jetzt einfach mal so, damit ich Bescheid weiß. Bis wann nehmen wir auf? Bis wir Spaß dran haben. Bis wir müde sind und nicht mehr können. Genau. Du hast sehr fast umfallen. Also, das war easy mit der Weapon. Ja, mit meiner auch. Hört auf bei mir rumzuprügeln. Oh, Leute, falls ihr Heilung braucht, ne, die euch nichts kostet, geht zum Kristall. Ich baue da eine Selbstheilung hin. Es gibt insgesamt jetzt wieder nur 4 Truhen. Es wäre nett, wenn ich 2 haben könnte, da ich bogenschützentechnisch ja immer was haben muss. Kannst du haben. Feldo, da. Beim Kristall ist eine Selbstheilungsaura. Ja, ich brauche allerdings keine. Ich habe 200 Leben. Vorläufig. Wo ist dann meine Truhe gleich nochmal? Da wo Bedolfus jetzt gerade steht. Oder da hinten. Also da hinten, ich zeig's euch einfach mal. Die Truhen. Bedolfus hinter dir. Da liegt ein geiles Schwert. Ich also hier ist eine Truhe, die ich gerade aufgemacht habe. Entschuldigung. Nee, das ist jedenfalls nicht so gut wie das Monster-Ding hier. Ja, das, damit hätte ich rechnen können. Ja, gut. Ich baue da nochmal. Ich baue nochmal 2 Bogenschützen. Baue nochmal so ein paar. Haben die schon vor den Winklern oder so gewarnt? Hä? Was? Das nehme ich dann mal als Nein, dann ist alles in Ordnung. Ich hänge irgendwie fest. Okay. Ist noch eine Truhe da? Nee, ich glaube nicht. Wie viel brauchst du denn? Nee, passt schon. Mein Weg ist zugespammt. Guck dir meinen Weg an. Feldo, achte mal meiner. Da ist kein Leben, da ist kein Durchkommen, sondern er hat Blitzenergie. Ja, super, einer mit Blitzenergie und der kommt lebend durch. Ja, dann bin ich hier mit meiner fetten Axt. Ich frag mich jetzt gerade, ob deine Lebensaura auch für meine Bogenschützen funktioniert. Wär cool. Mhm. Weil dann solltest du eventuell deine Bogenschützen bei mir aufbauen. Also deine Aura. Mhm. Okay, Okay, ich bin fertig. Ich auch. Eigentlich auch. Gut, geh. Okay, die Viecher werden, glaube ich, absterben. Glaube ich auch. Also nicht bei mir prügeln. Nicht bei mir prügeln. Meine Leute gehören meinen Leuten. Schon klar. Ich möchte, dass meine Bogenschützen ein bisschen Erfahrung sammeln. Wow, der ist ein bisschen weggeschleudert worden. Alter, die Orks haben keine Chance. Jo. Ich müsste nicht mal auf die Viecher schießen. Bei mir sind auch schon alle tot. Bei mir ist so eine undurchdringliche Blockade, das ist der Hammer. Ist einer verletzt? Nein, bei mir ist noch keiner verletzt, das ist der Hammer. Cool. Also, ihr seht gerade, wir kommen hier wunderbar klar, ne? Wow, da werden so ein paar abgeschnitzelt. Oh. Da ist ein Fünfer, mein Fünfer. Ja, ich hab einen Fünfer. Wow, ich stehe mitten vor den Orks und meine Bogenschütze rett mir den Arsch. Herr der Ringe, Spoiler, die sind ja wie Legolas. Boah. Sie kommen nicht vorbei! Ja, das ist voll von Gandalf. Bei mir ist alles sicher. Bei mir ist auch alles sicher, aber sie sind noch nicht fertig. Ja, bei mir steht. Ne, bei mir ist nichts mehr. Die sind dann bei euch. Die sind drin. Oh, doch nicht. So. Sorry, ich habe ein bisschen länger gebraucht, da waren ein paar viele Viecher. Ja, bei uns allen sind viele Viecher.
Ja, aber ich mach Fernkampf und warte, bis meine Aura das erledigt. Ich stand gerade Vorsicht vor Wiefern. Ja, ich ist weiß. Das ist schlecht. Ihr habt keine großen Schusswaffen, ja, ne? Naja, nicht wirklich, nein. Hier liegen schon überall so, wieder solche Äxte und so. Okay, wenn ihr nicht groß für Schusswaffen seid, dann platziere ich eben... Ich kann nur zwei Bogenschützen platzieren. Das heißt, ich kann pro Seite einen hinstellen. Die müssen vorerst reichen. Im Nachhinein kann ich mehr aufbauen. Ich glaube, meine Aura kommt nicht hoch genug, ne? Nein, deine Aura kommt nicht hoch genug. Warte, guck mal kurz, ob das hoch genug ist. Nein, ungefähr. Ist nicht. Okay. Die Auras bringen nichts. Hat jemand 7 Mana? Ah, da ist noch eine Truhe. Die nehme ich hätte auch. Also, jemand kann meine Truhe haben, wenn er will. Oh, da ist so eine fette. Dann nehme ich sie gerne. Obwohl, warte noch kurz. Dann nehme ich lieber gerne. Möchte jemand so eine dicke Axt haben? Oh, warte, ich komme mal kurz vorbei, ob sie besser ist als meine fette Axt. Also, ich gehe eben. Dass sie so fett ist. Biren sagt, ich habe eine Truhe genommen, damit ich hier noch einen zweiten Bogenschützen aufbauen kann. Wickler, also, übrigens, meinst, das sage ich eben. Du meinst einen Spieß da, ne? Das ist ein Spieß. Meinst also, du das Spieß? Ich. Sieht aus wie. Ja, oder? Nee, nicht das hier. Also, die Wickler, das sind Lufteinheiten, die ich eben reingepackt habe. Und ich habe eben den Zaun ausgeschaltet, der ist jetzt übrigens wieder an. Das Ding sieht schick aus, aber es ist extrem scheiße. Schade. Alter, mein Nahkampfangriff, ne? Meins ist 111, ja. Das da 13. Ihr hört mich noch, oder? Ja. Skype hat gerade wieder eine Meldung gegeben, dass er kein Mikrofon erkannt hat. Lül. Alter, brennt 13 zu 111. Ich nehme die 13er. Okay, ich bin fertig, ne? Ich auch. Dann let's go. Ich auch. Ich habe überhaupt nicht gewartet, dass ich fertig sage, aber egal. So, es wäre praktisch, wenn ich gleich nochmal. Ich brauche insgesamt 7 Mana. Dann kann ich noch einen zweiten Bogenschützen aufbauen. Dann kannst du die Luftviecher auch ruhig leben lassen. Da kommt so eine Viefer. Ja, keine Angst, ich kann es ruhig stehen lassen. Meine Bogenschützen kümmern sich drum. Ich habe 2 aufgestellt an der Stelle. Ah, Elektrovieh, das wird vernichtet. Ork. Okay, jo. Ich brauche 2 Bogenschützen, um eine Wiefer ordentlich zu plätten. Okay. Der zweite steht. Jetzt auch auf der anderen Seite. Ja, das ist ja episch zum Mana sammeln. Das Fliegen ist ja episch zum Mana sammeln. Das ist ja echt der Hammer. So viele Elektro. So viele andere Elektros bei dir. Bei irgendjemand ist jetzt gerade das Internet abgeschmiert. Oder mein Internet ist abgeschmiert, also mein Skype. Das tut mir jetzt sehr leid. Es kann sein, dass ich gleich über Skype eine Nachricht, also über Steam hier eine Nachricht kriege. Oh! Da bin ich jetzt komplett aus dem Spiel geschmissen worden. Das ist ja jetzt richtig peinlich, dass das mitten in der Aufnahme passiert. Netzwerkverbindung verloren. Dachte ich mir. Also, dann erstelle ich einfach nochmal, ne? Oh Mann, wir sind gerade so abgegangen. Ja, Entschuldigung, mich, ne? Bei mir ist das Internet höchstwahrscheinlich abgeschmiert, keine Ahnung wieso. Das hatte nachts immer gerne, ist mir auch während der Uploads aufgefallen, ich gerne mal nachts über mache. So, also ich ihr seid noch nicht drin, ne? Ja, erstmal muss ich euch eine Einladung schicken. Wir wurden episch rausgehauen. So, du hast eine Einladung und... schließen. Ich wollte jetzt bei dir mit reinspringen und einladen. Ja, auch übrigens, hier oben seht ihr jetzt die Uhrzeit, die wir haben. Wir haben 2:30 morgens. Ach. 12:40. Wir haben noch so früh, da kann man noch ein bisschen was machen. Ja, also ich sag ja auch nicht, dass wir aufhören, obwohl wir spielen schon eine Stunde. Bei... Ich spiele echt schon eine Stunde, ich hab hier die Stoppuhr laufen. Bis 5 auf oder so. Oh ne, ich brauch ein bisschen Schlaf, Jungs. Ich muss um 7 Uhr wieder aufstehen. Ach, dann ist so noch Zeit. Ja, ich würde gerne 4 Stunden schlafen, das heißt, wenn wir bis 3 aufnehmen, ist alles in Ordnung. Kannst du mir nochmal einladen? Nochmal? Irgendwas ist fehlgeschlagen. Zum Spiel einladen. Also ich bin drin und ich kann auch wieder angreifen. Hui. Ja, ich habe auch bei Skype mitbekommen, dass da irgendwie die Verbindung weg war. Ah, da ist das Wesen. So, also ihr seid herzlich jetzt alle willkommen da, ne? Zu der... Was? Ihr seid jetzt alle da, ne? Ja. Ja. Herzlich willkommen zu dem neuen Missionsgedingselbums. Also wir hoffentlich funktioniert es jetzt besser. Ich nehme wieder mal 2 Truhen, ne? Ja. Ins Quartiere. Na gut, dann... Ich nehme wieder
Aber die Aufnahme ist nicht beschädigt, oder? Nein, also Fraps lief ja auch auf durch, nur die Internetverbindung ist abgebrochen. Du nimmst deine Truhe. Nimm dir deine Truhe, die da hinten an der Schräge. Also ihr nehmt auch hier, also wir nehmen die auf den Schrägen, dir gehören die da hinten, Feldo. Okay. Damit du auch schön im Hintergrund bleiben kannst. Da frage ich einfach mal, wer nimmt jetzt von den ersten eine Truhe zu viel, die Truhe? Die brauche ich, weil mein erstes braucht direkt 50. Wo ist die denn? Oh, ich habe gerade einen Fehler, sehe ich gerade. Hat jemand wieder 10 Mana für mich? Nein, ja, ich bin absolut pleite. Halbwegs halten. Ich auch. Ich brauche 10 Mana. Tja, kann man nichts machen. Ja. Sorry, also wofür brauchst du denn 10 Mana? Für die Elektro-Aura. Wart mal kurz. Behind you. 10 Mana meinst du? Ja. Das Schwert ist ein bisschen zu groß für den Typen. Die Axt ist ein bisschen zu groß für den kleinen Mönch. Also, mit dem viel zu groß. Also, guck dir mal das Schwert an. Komm mal zu mir. Guck dir mal die Axt an. Okay, ja. Das kann er ja nicht mal halten. Falsche Taste. Scheiße. Da. Da. Hör auf rumzuballern. Okay. Das ist ja schon Monster Hunter-like. Echt mal. Wir sind beide voll Monster Hunter-like. So. Da. Jetzt müsste ich meine Axt nur noch morphen können. Ah, nein, okay, die Aufnahme ist eben weg. Oh, das ist schlecht. Nein, also nur Fraps hat sich kurz beendet. Ich muss hier eben was regeln. Okay. Auf dem Desktop, weil der macht gerade Mucken. Das macht mir jetzt echt richtig viel Spaß. Oh mein Gott, jetzt hat der Monitor wieder aus. Ich muss eben kurz weg. Abtauchen. Wir beenden die Bauphase nicht, keine Sorge. Ja, ich hab's drückst wieder. Auf. Gut. Wenn du mein zweiter Monitor geht, drückst wieder. Ich muss eben die Ohrstöpsel wieder reinhauen. Ah, falsch rum. Rechts sollte ins rechte Ohr, links sollte ins linke Ohr. Warum wurde ich bei Skype angeschrieben?